Und jetzt kommt zu uns ein junger Mann, den Sie alle natürlich kennen, von den Fantastischen Vieren. Heute bei uns zu Gast, hier ist Smudo. Smudo ist wieder da. Ja, Smudo ist wieder da. Hast du dir von der Frau Pau die Haare machen lassen? Ja, gut, ist hübsch geworden. Ja. Ja. Wie geht's? Lange nichts mehr von dir gehört musikalisch. Wo treibst du dich rum? Das stimmt. Ich mache Urlaub. Ich gehe in mich. Die Kollegen machen Soloprojekte und wir sind gerade im Begriff, uns zusammenzufinden. Um Ende nächsten Jahres ein neues Fanta-Album zu fair. Es gibt die Fantastischen Vier noch. Da, ja, damit hat sich die Frage natürlich. Hat sich erübrigt. Nee, aber gut, Ding will ja Weile haben und. Man muss ja zwischen den Platten auch mal ein bisschen leben, damit man was zu erzählen hat. Ja. Michi macht auch ein Soloalbum? Ja, die Turntable Rocker. Ah, okay, Kollege, natürlich mit dem. Kollege Plattenleger Michi, ja. Beck. Genau. Mit seinem Künstlernamen Hausmarke, lauter behämmerter Name. Ja, natürlich. Aber du hast keine Ambitionen, Soloprojekte durchzuziehen? Gelegentlich. Das letzte Soloprojekt war ja eine Coverversion von Herwig Mitteregger, dem ehemaligen Spliff-Sänger. Es hieß Rudi. Ja. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Ah, ja, stimmt, ja. Nö, okay. Ich ehrlich gesagt, mich treibt es nicht so zu Solo-Künsten. Ich mache da mehr so Urlaub. Was kümmere mich um unsere, oder unsere Plattenfirma zum Beispiel, deren Waren ich gerne trage, die vertrete ich, da arbeite ich gerne. Bitte Telefon. Ja, hallo? Alles nach der Werbung höre ich gerade. Ja. Ja. Gleich ein kleines bisschen Werbung, meine Damen und Herren. Gleich geht's weiter mit Smudo. Smudo, wo war eben stehen geblieben? Eine neue Platte von Fantastischen Vier wird es geben nächstes Jahr, das haben wir schon abgeklärt. Genau, was machst du solo so? Das haben wir auch schon geredet. Also, was machen die Frauen? Ja. Jetzt kommt. Nein, darüber, was soll man denn darüber erzählen? Also nee, das ist privat, das ist privat. Sehr gut. Okay, gut. Aber du fährst schon mit der Frau Pau gleich wieder nach Hause. Ja. Nein. Klar, selbstverständlich. Sag, du bist politisch engagiert und du machst auch keinen Hehl daraus, wen du favorisierst. Ja, es ist so, dass ich eigentlich immer ganz gerne mich raushalte, wenn es darum ging, politische Stellung zu beziehen, vor allem in der Öffentlichkeit. Weil ich eigentlich schon der Meinung bin, dass man als bekannter Musiker da vielleicht neutral sein sollte, ist ja auch eine Privatsache, aber auf der anderen Seite habe ich große Angst vor Stoiber und da muss ich über meinen Schatten springen und sage dann gerne, dass ich den nicht gut finde. Heute ist hier aber, ja. Heute ist hier, ja, wir haben ja Wahlkampfsongs für die verschiedensten Parteien gemacht und wir haben uns, nachdem es so schlecht dann in den letzten Wochen gelaufen ist für Stoiber, haben wir uns ja mit einem Song für Stoiber stark gemacht, beziehungsweise er sich selbst, für sich, ja. Wir sind ja, wie ich das immer hier betone, wir sind ja immer neutral, ja, nämlich hiermit. Ich will da rein. Das ist richtig gesungen. Da. Ich will da rein. Ich will in die Hitparade da rein. Ja. Sehr gut, großartig. Toll. Ja, und du engagierst dich aber für... Ich engagiere mich gegen Stoiber, was natürlich dann im Kanzlerduell natürlich noch eine andere Alternative lässt. Ja, aber, das heißt, was wirst du wählen, das sagst du nicht. Ich habe schon Rot-Grün gewählt. Ach, du hast schon gewählt? Ja, ich meine, unser Eins ist ja immer unterwegs, ich habe das briefwahlmäßig gemacht. Klar, zur Wahl muss sein. Ja. Und bist du auch ein bisschen geschockt, dass Michael Schumacher das erste Mal wählen geht? Habe ich in der Zeitung gelesen. Michael Schumacher ist 32, geht dieses Jahr das erste Mal wählen. Ja. Ja? Unglaublich, ja, sonntags hat er ja sonst auch immer zu tun, da kann er aber Kreuzchen aber machen kann er doch haben die wohl, in der oder? Bild auch in der Zeitung auch geschrieben, wo er sein Kreuz macht? Bestimmt, oder? Die machen noch so einen verkappten Stoiber-Wahlkampf da bei diesem Blatt. Ich glaube, der weiß gar nicht, wie man da Kreuze macht. Man hat ja zwei Kreuze, die man machen muss. So rechts und ist Gas, links ist Bremse. Genau. Was ist eigentlich wo? Die Zweitstimme ist rechts, ne? Zweitstimme ist auf dem Wahlzettel rechts. Ist auf dem Wahlzettel, ja, klar. Pass bloß auf, was du sagst. Ja, nein, Zweitstimme ist ja auf dem Wahlzettel immer rechts, oder? Ist das mittlerweile anders? Ja, ich glaube, bei der letzten Bundestagswahl wählen war, hatte bei mir im Wahlbüro, hatte man schon diese modernen Computer, wo man nur... Nee. Ja. Wo man sich verdrückt hatte, wenn man sich dann verdrückt hatte, dann war es schon gelaufen. Scheiße. Ja, einfach mal reingekommen, so, wollen wir mal gucken hier. Ach, scheiße. Ja. Dabei bist du doch gut im Training mit deinen Knöpfen. Ja, natürlich, natürlich. Ja, du weißt, es sieht nicht gut aus mit der politischen Bildung bei Jugendlichen. Das habe ich schon gesehen, ja. Ich habe ja auch schon deine tolle DVD da reingeguckt. Ja, hier, kannst du eine haben. Unser großer Erstwähler-Check. Und ich muss feststellen, also armes Deutschland, Leute. Es ist aber übrigens nicht gefaked, ne? Es ist ja unglaublich. Das ist alles original. Und der Lukas ist ein total süßer Typ. Mir tut er ein bisschen leid. Aber ich glaub, wieso denn leid? Ja, weißt du, weil er so einfältig ist. Nee, wieso? Lukas geht in die 12. Klasse und macht Abitur nächstes Jahr. Was heißt denn da einfältig? Ja, naja, ich meine, guck das doch an. Aber Entschuldigung, das ist ein Abiturient.
Ja klar, und Berlin wird dann nach Paris gesteckt. Wo macht denn der sein Abitur? Hör mal, in einer Pommesbude oder was? Ja, weißt du, keine Ahnung, wo man das macht, das Abitur in Aalen. In Aalen? Ja. Aalen, Aalen ist scheinbar nicht in Schwaben. Ja. Oder ist Aalen Westfalen? Aalen. Na gut, aber politisch, die Leute wissen heute einfach nicht mehr, wo geografisch sind die Jugendlichen ganz schlecht unterwegs. Da wird gerne mal Griechenland nach Skandinavien gelegt und kennst du dich geografisch gut aus? Ja, ich denke schon. Mir wurde das früher noch so, ich weiß nicht, habt ihr früher auch mal diese leeren Karten gehabt, wo keine Städtenamen drauf standen? Nee, das nicht, aber wir haben oft genug auf diese Karten geguckt und dann als Kind so ein Spielzeug ja auch, so dann kann man so wie so ein Puzzle die Bundesländer zusammenlegen und so. Ja. Aber vielleicht ist das ja mehr so, keine Ahnung. Das war immer noch so, da war ein Punkt eingezeichnet und dann sagte der Erdkundelehrer zum Beispiel, welche Stadt liegt hier? Ja? Und da musste man raten, welche das ist. Und bei uns auf der Schule gab es eine Legende, da gab es einen Lehrer, ja, der hatte ein Holzbein. Ja? Verwundet aus dem Zweiten Weltkrieg. Nein, aus dem Zweiten Weltkrieg. Und der zeigte immer auf so eine Karte und dann bei Russland, ja, etwa bei Stalingrad, sagt er, was liegt da? Und dann sagt irgendeiner Stalingrad, sagt er, nee, da liegt mein Bein. Ja. Hey, der alte. Sehr humorvoll, der alte Lehrer, der alte Herr. Tatsächlich geschehen. Mhm. Ja. So kann man den Jugendlichen heutzutage auch ein bisschen Geografie beibringen. Näher bringen, auf jeden Fall mit einem guten Du bist ja ein ganz helles Köpfchen, du hast bei der großen Günther Jauch... schon die Blondine abgezockt. Ja, also die Blondine. Wie hieß sie? Tina Huland. Beim großen IQ-Test. Beim großen IQ-Test. Bist du aber nur Zweiter geworden. Ja, wegen Dirk Bachs hohem Alter. Daran bin ich gescheitert. Es ist ja so, dass sich dieser IQ zusammensetzt. Aus den richtigen beantworteten Fragen, für jede richtige Beantwortung gibt es einen Punkt. Ja. Und dann gibt es, je nachdem, wie alt man ist, und zwar je älter, je mehr Zusatzpunkte. Ach so, und, je älter man ist, desto mehr Fehler darf man machen. Weil das natürlich auch mit Schnelligkeit, Konzentration, ja, wenn man so will, genau. Aber natürlich ist das natürlich ein Logikspielchen und emotionale Intelligenz und solche Sachen. Alles, was damit reinspielt. Aber den Herrn Bach, den finde ich gut. Ich habe mich gefreut für ihn. Ja. Wie war es bei dir? Wie bist du reingegangen in die Sendung? Hast du vorher gelernt? Nee, ich war vorher in der Diskothek und hab dort Platten aufgelegt in Hamburg. Da lege ich mal einmal mehr Platten auf und habe bis um 5 oder 6 gefeiert und Alkohol konsumiert und war lustig. Und du bist besoffen in der RTL? Nee, nicht besoffen, aber verkatert, wenig geschlafen. Ich dachte, das ist gut, da kommt die Entscheidung direkt aus dem Rückenmark heraus und hat sie auch gebracht. Ja. Was für Fragen waren für dich am schwierigsten zu lösen? Die Mathematikaufgaben. Die Mathematikaufgaben. Natürlich, aber du hast doch auch höhere Schulbildung, oder? Ja, Abitur habe ich auch. Ach, genau wie Lukas. Okay, dann kannst du die einfachsten, wie viele Finger sind das? 10. Wie viele Finger haben 10 Hände? Wie bitte? Wie viele Finger haben 10 Hände? Ja. 100. Nein, 50. Natürlich. Nein, wieso denn? Das verstehe ich jetzt nicht. Wie viele Finger sind das? 10. Das sind 10. Wie viele haben 10 Hände? Eine Hand hat 5 Finger, dann haben 10 Hände 50. Ach so. Also alter Trick. Naja, okay. Na, immer machen, ne? Ja. Ja, man weiß es nicht. Du bist ja sehr sportlich, du fährst Autorennen, oder? Machst du das immer noch? Gelegentlich, ja, ein bisschen. Wenn man mich lässt, dann fahre ich. Ich fahre doch so eine richtige Profi. C-Lizenz. Da muss man kein Profi für sein. Da muss man nur Geld locker machen können und ein Wochenende Zeit haben. Dann kriegt man seine C-Lizenz. Das ist eine Art Lehrgang, den kann jeder machen, ist nicht schwer. Okay, ist das Gefährlichste, was du gemacht hast bisher? Nein. Das Gefährlichste war vom 7er Hüpfen mit dem Körper. Hier, was von vom Turmspringen sprach. Vom 7er? Vom 7er Körper und habe ich mir die Schulter bei ausgerenkt. Jetzt das kommt war der Hammer. Gefährlich. Wir zeigen jetzt den ersten Teil von Raab in Gefahr beim Turmspringen, meine Damen und Herren. Morgen, meine Damen und Herren, sehen Sie, ob ich vom 10 Meter gesprungen bin. Mit Kopfsprung. Ja? Ich verrate es noch nicht, aber nicht schlecht, der Salto, oder? Großartig, ich habe mich total amüsiert. Sehr gut. Ja. Okay, nächstes Mal nehme ich dich mit. Schon mal vom 10er? Nein, dann vom 7er, 57 war das ja, größte, ne? Vom 7er mit Schulter auskugeln. 10er Körper würde ich mich nicht trauen. Also, hast du die Schulter ausgekugelt, also vom 7er? Ja, paff, aua. Ja, ich wollte mal kurz zeigen, ich war eine Mutprobe, aber die ging leider nach hinten los. Ja, okay. Aber das ist lange her. Ja, meine Damen und Herren, morgen sehen Sie mehr Spektakuläres, den zweiten Teil von Raab in Gefahr beim Turmspringen. So, jetzt gleich kommt noch der Popclub mit Thomas Hermanns. Und morgen bei uns, auch morgen, TV Total, erst um 22.30 Uhr. Morgen bei uns Sonja Zietlow und Avril Lavigne bei uns zu Gast. Das war's für heute. Vielen Dank, Smudo. Tschüss. Dankeschön. Bis morgen.